Herzlich willkommen zu einem neuen Prüfstandsvideo aus einer etwas anderen Sicht. Und zwar eine Frage-Antwort-Runde, weil wir jetzt gerade auf der Creme 21 sind. Deswegen gibt es diese Woche nur ein Frage-Antwort-Video zum Thema Prüfstand. Nächste Woche geht es ganz gewohnt weiter. Wir haben bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, welche Fragen ihr zum Prüfstand habt. Und der Micha wird sie mir jetzt rausschießen und ich hoffe, möglichst schnell und kurz beantworten können. Micha, was sagst du? Bist Startler? Ja. Dann hau raus die Fragen. Ich bin bereit. Erste Frage, wie alt ist der Prüfstand? Oh, das ist eine gute Frage. Der Jakko hat sich den, glaube ich, 2008 angeschafft. 7 oder 2008. Was war die höchste Geschwindigkeit, die ihr da je drauf gemessen habt? Geschwindigkeit. Ich war es noch nicht, aber der Jakko hat es mal probiert. Ich glaube 310. Aber bis 280 ist der Prüfstand laut dem Datenblatt auf jeden Fall geeicht. Geile Frage. Kann man auch im Rückwärtsgang Leistung und Geschwindigkeit messen? Rein theoretisch. Rein theoretisch können wir ja alles messen. Ihr müsst nur über eine Geschwindigkeit von 25 oder 29 km/h kommen. Oder 41. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche Geschwindigkeit das ist. Dann könnt ihr rein theoretisch sogar, wenn du mit dem Fahrrad drauf rumtrampelst, messen. Ey, gute Fragen. Könnte man den Prüfstand theoretisch ebenerdig machen, also in den Boden einlassen? Wäre vom Prinzip her möglich, müsste man viereckigen Würfel ausschneiden, reinsetzen, dann wäre er ebenerdig zu fahren. Aber dann muss der Jan flach wie bei der Bundeswehr unter dem Auto robben und den festschnallen. Ach, also wäre vom Anschnallen her deutlichst schlechter. Kannst du dir ein Leben ohne den Prüfstand überhaupt noch vorstellen? Fragezeichen. Für mich ist das ein übergroßer Spielplatz und mittlerweile ist es ja so, dass ich durch diesen Prüfstand super viele geile spannende Autos sehe. Von daher würde ich einfach ganz klar Nein sagen. Mit wie viel Vorlauf muss man für Termine unter der Woche für nicht Old- oder Youngtimer rechnen? Und das ist eine sehr gute Frage für nicht Old- oder Youngtimer. Sprich, wenn ihr euer Auto messen wollt, genügt oft ein kurzer Anruf bei uns in die Werkstatt. Problem ist, wir können halt nicht immer ans Telefon gehen, zwar auch zwei- oder dreimal versuchen, ansonsten eine E-Mail schicken. Und in der Woche geht das relativ kurzfristig, also dauert höchstens 1-2 Tage, wenn überhaupt. Manchmal klappt sogar am gleichen Tag noch. Hast du ein Auto, welches du am liebsten misst? Ein Auto, was ich am liebsten messe. Generell Oldtimer. Und mich faszinieren immer wieder Turboautos auf dem Prüfstand, die so richtig, so ruckartig vom Lader her reinscheppern. Die begeistern mich auf jeden Fall. Und ein Auto, was du am nicht liebsten misst? Also einfach mal die andere Frage. Ganz ehrlich, wenn man mich fragt, ich messe unheimlich ungerne Automatikmodelle der alten Generation. Da muss ich zum Beispiel die neueren Autos loben. Einen Golf 6, Golf 7, zum Beispiel mit DSG-Getriebe, lässt sich ganz einfach messen. Und ein alter W124 Automatik oder von mir aus auch ein Golf 2, sehr schlecht. Also von daher gibt es Vor- und Nachteile. Aber Automatikmodelle messe ich sehr ungern. Moin, mich würden die Kosten interessieren, so einen Prüfstand zu unterhalten, / Wartung etc. Auch eine gute Frage. Wir haben das mal ausgerechnet. Der Lüfter hat richtig hohen Stromverbrauch, extrem hoch. Dann der Jan als Personal. Ich bin ja dann schließlich auch als Personal da. Wenn man das rechnen möchte, muss man ja auch immer einplanen. Und im Prüfstandsvideo sieht das immer so kurz aus, als ob das Ganze eine Minute dauert, die ganze Geschichte. Aber mit Anschnallen, mit Warmlauf, mit Eingeben der Daten ist so ein Prüfstandslauf mindestens 15 Minuten bis eine halbe Stunde. Und da sind wir dann beim Thema, wo es dann ist wahrscheinlich auch eine Frage, was kostet eigentlich ein Prüfstandslauf? Kann man auch gleich mit dieser Frage beantworten. 100 Euro kostet der brutto. Und wenn wir jetzt Arbeitskraft einrechnen, den Prüfstand plus den Strom plus die Wartungskosten, ist das jetzt nicht so, wie ich so oft gelesen habe, dass das eine Goldgrube ist. Wie viele Läufe wurden auf dem Prüfstand schon wohl gemessen? Wir machen mal. 2.500? Mehr. 2.500. Wenn ich drüber nachdenke, meinen eigenen Smart zu Jakko-Zeiten noch, habe ich glaube ich 77 Mal darüber gejorgelt. Also 10.000? Ich denke mehr. Ich würde fast so 40.000, 50.000 Autos. Und übrigens auch eine interessante Frage, die euch stellt. Je nach Geschwindigkeit des Autos und welchen Gang wir wählen, ein Prüfstandslauf sind circa 7 Kilometer mit Ausrollen etc. Ach, krass. Auch vielleicht mal ganz interessant. Haben Prüfstände so eine maximale Laufleistung? Und das ist eine gute Frage. Die verschleißen ja anhand der Lager, aber eigentlich diese eigentliche Messelektronik, eine Elektronik verschleißt ja in der Regel nicht. Verschleißende Sachen sind halt dieser Retarder, der da drin ist, also die Bremse und die Lager. Ansonsten, die Elektronik hat ja keinen Verschleiß. Da ist ja noch Windows 95 drauf. Das kann nur irgendwann sein, dass das Ding einfach mal einschläft während des Laufs. Die Frage aller Fragen. Wäre es denkbar, dass du mal also einen Allradprüfstand hast? Also ganz, ganz offen gesprochen, ich hätte riesig Bock darauf. Riesig. Allein, um unsere Allradfahrzeuge hier alle im Museum mal zu messen. Und es ist ja auch wieder eine
eine nächste Stufe, weil ja, Allradautos gibt ganz kranke Geschichten. Aber finanziell muss ich ganz klar sagen, so ein Prüfstand beginnt ein guter bei 77.000 Euro netto plus ein bisschen Kosten, sind wir ruckzuck 100.000 Euro zusammen. Und die muss man erstmal haben, um das Ganze zu realisieren. Dann kommt noch die moralische Geschichte hinzu. Jakko, Prüfstand, ihr wisst, auch schwer. Also zwei Sachen, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf einen Allradprüfstand hätte ich riesig Lust, aber das muss sich irgendwann erstmal ausgleichen. Das Nachteilhafte bei diesem Allradprüfstand ist, ihr habt ja dann zwei Rollen und dann ist das nicht mal eben festgeschnallt, sondern dauert die Festzurgeschichte des Prüfstands. Sie werden dann über Kreuz festgeschnallt, die Autos, mit Sicherheit nochmal 10 Minuten länger pro Fahrzeug. Warum gibt man manchmal nach dem Lauf kurze Gasstöße? Das ist ganz interessant. Das kenne ich eigentlich noch aus Jakos Zeiten oder auch aus den Oldtimer-Zeiten. Also ganz viel bei alten Fahrzeugen mache ich das. Beim neuen Fahrzeug hört ihr das selten. Diese Gasstöße, die man nachgibt, wir gehen ja aus dem Prüfstandslauf, also wir drehen ihn ja in die Maximaldrehzahl und trennen dann durch Kupplung den Kraftstoff. Und dann geht die Drehzahl ja auf Leerlauf. Auf Drehzahl zurück. Haben aber vorher volle Höchstdrehzahl gedreht. Und durch die Gasstöße erhöhe ich ja die Drehzahl, somit auch die Geschwindigkeit der Ölpumpe und fördert somit Wasser. Durch die Wasserpumpe, die dreht sich natürlich auch schneller, spult das Wasser schneller und versucht den Öldruck immer anzuheben, sodass der nicht in der niedrigen Öldruckstufe läuft. Die höchste jemals gemessene Leistung, beziehungsweise gibt es ein Leistungslimit? Ich habe noch kein Leistungslimit gewählt. Zu Jakos Zeiten gab es einen Dragster mit Noss auf dem Prüfstand, wo wir eine Radleistung, ich kann mich ans Drehmoment nicht mehr erinnern, aber ich meine mich schwach zu erinnern, 1500 PS, 2000 Newtonmeter. Das war krank, Radleistung. Konnte man natürlich nichts auskuppeln, war ein TH400 Getriebe drin, aber da hat einmal reingetreten, da sind alle 10 Schritte zurückgegangen. Euer Jakob war eh, was das betraf, ein kranker Typ. Das werde ich auch oft vor Ort gefragt. Woher weiß der Prüfstand die Drehzahl? Das ist ganz einfach, der Prüfstand weiß sie natürlich nicht. Wir versuchen uns daran zu begeben, dass wir die 1:1 Übersetzung des Getriebes rausfinden. Bei BMW zum Beispiel ist es ganz oft der fünfte Gang. Und bei anderen Fahrzeugen ist das oft so, dass ein Gang vor der höchsten Gang, also sprich, wenn wir 5-Gang-Getriebe haben, den vierten, wenn wir 6-Gang-Getriebe haben, den fünften Gang, die sind oft 1:1 übersetzt. Und diese Tabelle, das seht ihr zum Beispiel in den Prüfstandsvideos nicht, gleiche ich immer mit dem Jan ab. Dafür müssen wir bei uns in der Übersetzungstabelle im Prüfstand das eingeben. Ist die schnellste Möglichkeit. Sollte der Gang nicht 1:1 übersetzt sein, sondern was weiß ich, 0,96, verschiebt sich dieses Drehzahlgramm. Wenn wir sagen, wir drehen bis 7,2, dann ist bei 4000 nicht in Original 4000, sondern sind es vielleicht 3.978. Dann verschiebt sich das Drehzahl um 25 Umdrehungen. Also nicht der Rede wert. In der Regel passt das aber immer zu 99%. Durch die Prüfstandsvideos kamen ja viele neue Leute dazu auf unseren Kanal und ich glaube, viele wissen gar nicht, woher der Prüfstand stammt. Jetzt ist die Frage, wie oft du den Prüfstand noch zu Jakos Zeiten benutzt hast. Oh, bei Jakko, ich hatte einen eigenen Firmenschlüssel von Jakos Firma, weil ich ganz oft natürlich Fahrzeuge auf diesem Prüfstand gemessen und abgestimmt habe. Und Jakko wusste, dass ich diesen Prüfstand zu Lebzeiten von Jakko noch geliebt habe, also wirklich geliebt habe. Und da hat er immer gesagt, hier hast du einen Hallenschlüssel von meiner Firma, fahr dahin, wann du willst, mach, was du willst. Also wenn man die Kilometerzahl voll macht, auf jeden Fall schon 1 Million gelaufen. Ist der Prüfstand geeicht? Das ist eine gute Frage. Wir haben ihn mal eichen lassen. Also der Jakko hat ihn kurz bevor er zu hierher gekommen ist, nochmal von der Firma Tech eichen lassen. Aber an sich, habe ich ja gesagt, die Elektronik verstellt sich ja nicht. Und was mir ganz oft das sagt, viele sagen ja, der ist ja vielleicht schon gar nicht mehr geeignet und zeigt nicht korrekt an. Was mich aber immer wieder wundert, und das kannst mit Sicherheit du ganz gut bestätigen, wenn wir ein Fahrzeug haben, was serienmäßig ist, also wirklich serienmäßiges Fahrzeug, gerade aktuellere Fahrzeuge, wo sowas auch nachgeschaut wird, haben die denn ihre Leistung, dass neue, also Neuwagenkäufer oft daran gedacht sind, wenn sie ein Auto mit 122 PS zu kaufen, hat er diese 122 PS. Und dann passt das zu 99% die Leistung, kann man sagen, ne? Ja, ist sehr oft. Es gibt Messtoleranzen von Prüfstand zu Prüfstand. Ich habe ganz viele Leute, die mich schon angerufen haben, haben gesagt, Marco, du hast unseren Prüfstand schlecht gemacht. Ich will um Gottes Willen niemals jemand andere Prüfstände schlecht machen. Aber ich sage mir, wenn ich keine Schleppleistung sehe oder Verlustleistung auf einem Diagramm, kann man dieses Diagramm oft fälschen. Und wenn eine Radleistung abgegeben wird und dann anschließend die Verlustleistung ermittelt wird, indem wir das Fahrzeug ausrollen lassen und nicht manuell eingeben, die Verlustleistung, haben wir meiner Meinung nach immer ein nachvollziehbares, realistisches Ergebnis. Und das versuche ich halt nur zu zeigen. Ich bin das nicht, der das beeinflusst, sondern der Prüfstand sagt mir das, was bei rauskommt. Wie häufig muss der Prüfstand gewartet werden? Oh, das machen wir relativ oft, weil er bei uns auch, würde ich sagen, viel benutzt wird. Mindestens alle 2 Wochen wird der Prüfstand zerlegt, wird neu abgefettet und Lager haben wir mittlerweile vorrätig da. Wenn wir merken, dass ein Lager lauter wird, zerlegen wir diesen ganzen Prüfstand und machen die Lager dann neu. Schon mal einen Motor dabei zerstört.
Toi, 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 bei uns ist noch nie ein Motor kaputt gegangen. Was wir mal hatten, war ein Kompressorschaden in einem Video. Dann hatten wir einen Turboschaden bei einem Golf 3 Diesel. Da wäre der Motor hochgegangen, wenn ich, muss ich ganz klar sagen, nicht rechtzeitig gehandelt hätte. Ganz schlimme Situation. Diesel, Turbo, die Hauptwelle des Turboladers ist gebrochen, abgerissen und der Motor saugt dann das Öl aus dem Turbolader in den Brennraum. Dann habe ich den Schlüssel abgezogen, habe den Schlüssel in der Hand gehabt und der Motor drehte noch Höchstdrehzahl, weil er saugt sich das Öl, was in dem Motor ist, über den Turbolader, über die gerissene Welle ab in den Ansaugtrakt. Ist ein Selbstverbrenner, also ein Eigenverbrenner. Also zieht sich das Öl aus dem Motorraum und dreht Höchstdrehzahl. So lange, bis das Öl leer ist, die Lager trocken sind, der Motor fest ist. Man muss dann super schnell schalten. Ich bin ins Auto rein, habe den ersten Gang reingedrückt, Kupplung, Bremse voll getreten und den Motor absterben lassen, dass nichts mehr passiert. An dem Tag ist also der Motor nicht gestorben. Ich weiß vom Besitzer, er hat einen neuen Turbo drauf gemacht. Alles war in Ordnung. War ein nagelneuer Motor. Wäre es ein Automatikmodell gewesen, kannst du den ja nicht abwürgen. Dann müsstest du zusehen, wie er stirbt, der Motor. Oder, was man machen könnte, man muss ihm die Luft wegnehmen, dass er weiter Sauerstoff kriegt. Müsstet also bei voller Drehzahl den Luftfilter irgendwie entfernen und den mit dem Lappen zustopfen, dass der Motor keine Luft mehr kriegt, um ihn dann abzuwürgen. Dann wird der Motor keinen Schaden nehmen. Oh, jetzt wird's interessant. Mal überlegt, die YouTube-Kollegen zu einem Prüfstand/Bratwursttag einzuladen. Habe ich im letzten Livestream, glaube ich, gesagt. Es wäre geil, so wie Phil das gemacht hat, am Bilster Berg, alle YouTuber eingeladen zum freien Rennen fahren. So hatte ich mir überlegt, mal alle YouTuber einzuladen, um zu sagen, hey, jeder bringt ein Auto mit, natürlich nur ein 2WD-Fahrzeug. Wir messen es, an einem Samstag wäre mir wichtig und dann abends setzen wir uns alle gemeinsam in ein Zelt rein oder auf einen riesen Biertisch und machen einfach mal, drehen mal ein paar Würstchen und trinken mal ein Gläschen Bier dabei oder vielleicht auch ein Fläschchen oder das zweite und wachen am nächsten Morgen vielleicht im Auto oder auf dem Prüfstand auf. Wie viel Prozent machen die Außentemperaturen im Schnitt aus? Das liegt auch immer am Fahrzeug an. Also ich gerade sage mal, bei hochgepushten Turbomotoren ist kalter Sauerstoff natürlich extrem wichtig, weil bei hohen Ladedrücken wir eine extreme Ansaugluft haben und da macht das schon mal ruckzuck auch mal schnell 10, 20 PS aus. Wir haben es im Audi-Video bei uns schnell gesehen. Wenn wir vergessen haben, das Gebläse einzuschalten, waren mal ruckzuck 12 oder 13 PS weg. Beim Turbo macht es mehr aus wie beim Sauger. Kann man einen Hybrid auf dem Prüfstand messen? Ja, oder? Wenn das ESP und die Elektronik freigibt, würde ich sagen, ja. Unseren Ampere haben wir auch schon mal versucht zu messen. Er gibt nur eine Geschwindigkeit bis 85 km/h frei. Danach schaltet er ab. Aber hat eine Systemleistung am Rad von 161 PS und das in so einer Kurve. Ist ein Lauf schädlich für die Reifen? Habe ich auch schon oft gehört, dass viele gesagt haben, dass das so auf die Reifen geht. Kann ich nicht bestätigen. Wir pressen den ja nicht im Prüfstand, dass ihr da gefühlt 10 Tonnen Druck drauf habt, sondern es ist wie auf einer Straße. Also der Reifen hat meiner Meinung nach weniger Belastung wie auf einer Straße. No-Gos beim Prüfstand. Gibt es ein paar Regeln, an die man sich halten sollte? Auf jeden Fall. Und da sind auch der ein oder andere schon mal böse. Wir haben es nicht gefilmt, aber ich war dann sprachlos. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, selbstständig auf den Prüfstand zu fahren. Das geht gar nicht. Also da wird auch meine Laune super schnell kritisch. Haben wir aber schon erlebt. Einfach auf den Prüfstand gefahren, ohne dass ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und was ich auch nicht mag, ist, wenn man mir einfach in den Prüfstandsraum folgt, ohne dass ich ihn auffordere, dass er bitte in den Prüfstandsraum reinkommt. Also einfach mit mir in den Raum rennen. Weil das geht aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Weil wenn sowas 2-3 Mal in einem Video auftaucht, ist die Geschichte ruckzuck vorbei. Ja, es sind ja auch Rollen, die sich drehen. Und richtig, ja, richtig. Ja, allein Unfallgefahr etc. Gute Frage. War jemand mal sehr sauer nach dem Prüfstandslauf? Oh ja, es auch gibt viele enttäuschte Gesichter. Ne? Enttäuschung kann ich verstehen. Meistens sind viele sauer, wenn natürlich die Leistung nicht passt und wenn der Tuner was versprochen hat. Und das ist genau der Grund, warum ich ungerne Leistungen messe, wenn es dazu dient, um zu überprüfen, ob der Tuner ein gutes Ergebnis abgeliefert hat. Weil dann bin ich nämlich oft der Buhmann. Ihr glaubt gar nicht, wie oft wir hier Anrufe bekommen und ich mich rechtfertigen muss dafür, warum wir dieses Auto so gemessen haben und warum wir das Ganze dann auch noch öffentlich zeigen. Ich aber noch nicht mal Namen erwähne. Also ich kann euch sagen, und das sage ich jetzt vor einer Kamera, ich habe Prüfstandsdiagramme gesehen, die kamen am gleichen Tag zu mir und ich habe gesehen, dass das Prüfstandsdiagramm gefälscht ist. Zum Beispiel, es geht hoch und auf einmal macht das so einen riesen Buckel, so bei die letzten 1000 Umdrehungen, wo dann angeblich 90 PS das Auto haben sollte. Ich den Besitzer gefragt habe, hey, was hast du denn da alles eingebaut? Der hat mir seine Fakten gesagt und ich sage, das kann technisch nicht sein. Der hat maximal um die 60 bis 70 PS. Ja, wieso das? Ich sage, das geht gar nicht, weil die Nockenwelle serienmäßig ist. Ende des Liedes war,
Ich habe das Auto gemessen, der hatte 64 PS. Ich habe das auch versucht noch zu pushen, indem wir es ein bisschen mit Bedüsung ändern. Es kam auch nichts mehr an Leistung. Und an dem Prüfstandsdiagramm habe ich den Besitzer gefragt. Ich so, hast du denn das Gefühl, dass der von 5 bis 6.500 diesen Schub von 25 PS mehr macht? Nein. Ich sage, genau das ist das Problem. Ich würde es euch gerne mal zeigen anhand eines Beispiels. Wenn ihr beim Ausrollen zum Beispiel die Schleppleistung, Heckantriebfahrzeug, und wir würden die Handbremse 2 Zacken ziehen, dann wäre die Verlustleistung würde ja steigen, weil er denkt, oh, hier bremst was, das ist halt das Getriebe, was beim Eingang, also bei der Messung bremst, und rechnet er auf die Radleistung obendrauf. Und wenn wir die Verlustleistung um 20-30 PS fälschen, wird das auf die Radleistung plus gerechnet, also das heißt, ich verfälsche das Messergebnis. Und in dem Falle, glaube ich, wurde bei dem Auto einfach mal beim Ausrollen einen Zacken die Handbremse gezogen, aber nur die letzten 1.500 Umdrehungen und dann wieder losgemacht. Ich glaube, das passiert öfter, als man denkt. Ja, leider ja. Und ich sage das immer, wenn ich die Verlustleistung nicht sehe, weil die Verlustleistung muss ja einfach eine gerade Linie ergeben. Wenn die Verlustleistung so aussieht, dass ich hier so einen Buckel habe und dann runtergeht, dann stimmt was nicht. Entweder habe ich die Kupplung nicht getreten, der Wandlad nicht ausgekuppelt oder ich habe gar die Bremse getreten. Haben die Rollen ein Profil oder sind sie glatt? Nein, die haben so eine leichte Struktur. Ist der Widerstand gleich einer Straßensituation? Nein, das kann man einstellen. Man kann den Prüfstand bremsen. Man könnte ihn sogar so stark bremsen oder ich könnte sagen, halte ihn bei 6.000 Umdrehungen fest. Das heißt, egal wie viel Kraft euer Motor, wenn ich sage, der dreht nur bis 6.000 Umdrehungen, dann hält er den bei 6.000 fest. Habe ich bei meinem eigenen Audi Cabriolet mal ausprobiert, um zu schauen, ob der Motor in die Klopfregelung reingeht. Und ich kann euch sagen, bei 2 Bar Ladedruck, bei 6.000 Umdrehungen ist das so, als wenn ihr die Eiger Nordwand hochfahrt und er es einfach gar nicht schafft, höher zu drehen. Also der Prüfstand kann bremsen, aber generell machen wir Messungen ohne Bremswiderstand. Wir haben es oft mal bei Fahrzeugen gemacht, 20%, 30% Bembe, dann Bremse, dann kommen wir der Straßenbelastung eigentlich nahe oder dann sind wir bei einer Straßenbelastung, haben bei Saugmotoren nie große Unterschiede, nur bei Turbofahrzeugen mit extremen Turboladern, also wo der Lader erst sehr, sehr spät anspricht, haben wir teilweise vielleicht mal eine Mehrleistung von 11 bis, ja, von 10 bis 20 PS. Wenn man mit einem tiefen Auto kommt, habt ihr dann extra Rampen da? Wir haben 2 so Bohlen da. Problem ist nur, wir können das nicht immer. Das Problem ist ja der Anfahrwinkel. Deswegen fahren wir manchmal das Auto vorwärts drauf, weil die Schürze vorne lang überhängt. Oder rückwärts drauf, wenn wir nicht über den Prüfstand kommen, weil der Auspuff an dieser Schräge hängen bleibt. Das ist so das Problem. Aber meistens das Problem, wenn wir den Wagen in die Rolle absenken, das ist ja wie ein Bremsenprüfstand, wenn dann der Schweller auf die Kante kommt oder die Auspuffanlage auf dem Prüfstand aufliegt, dann können wir das Fahrzeug nicht messen. Also ihr müsst genug Bodenfreiheit sein. Ein VW Polo zum Beispiel mit 13 Zoll mit 175 50er Bereifung, also mit den kleinen Dackelreifen und dann sehr tief, dann liegt der meist auf dem Prüfstand auf. Oder wenn ihr riesige Seitenschwelle habt und den dann runterlassen wollt, das geht dann leider auch nicht. Kann man Mopeds messen? Kann man ja, aber technisch gesehen ja, aber es ist dafür nicht eingerichtet, wir haben keine Bremse und jetzt stellt euch vor, wirklich toi toi toi, es ist noch nie passiert, aber auch ich habe oft Angst, zum Beispiel wenn ich einen Smart messe und fahre den vorwärts drauf, macht die Tür auf, könnt ihr während der laufenden Rolle in die Rolle reintreten und ich sage euch, da gibt es ganz böse Dyno-Unfälle, technisch machbar, ihr habt es einmal gesehen, aber habt ihr nicht gesehen, war dumm, werden wir auch nicht machen, auch keine Quads oder sonstiges, Traktoren, LKW habe ich gesehen, Panzer geht nicht, ja, also wenn ich das messen kann und irgendwie vertreten kann, messen wir das auch. Willst du für den Prüfstand noch Sachen holen, zum Beispiel noch einen Lüfter? Ein Upgrade haben wir, Monitor. Ja, der Monitor ist, der ist jetzt schon neu, genau. Wir haben den jetzt schon neu, den Monitor, habt ihr ja auch im Werkstatt-Alltagsvideo gesehen. Die nächsten 2 Prüfstandsläufe, die ihr jetzt nach diesem Video seht, ist noch mit dem alten Monitor und dann seht ihr den neuen Monitor, ein schönes Upgrade. Aber für diesen Prüfstand werde ich kein Upgrade mehr holen, sondern wenn wir wirklich irgendwann mal sagen, wir holen uns einen Allrad-Prüfstand, dann gibt es einmal alles neu. Kann man den Prüfstand für Abstimmungen buchen, also für mehrere Stunden? Diese Frage habe ich schon sehr oft gelesen. Das Geile ist, ich habe ja selber Bock auf gerade so Vergaser abstimmen, Nockenwellen einstellen, so wie wir es beim Fiesta gemacht haben. Problem ist, bedienen muss ich den ja oder der Jan. Das bedeutet, ihr könntet also selber, selbst wenn ihr euer Auto selber abstimmt, muss ich ja den Prüfstand oder der Jan den Prüfstand benutzen. Und deswegen ist das ganz schwer da zu sagen, wie kommen wir denn preislich da klar? Technisch gesehen wäre das machbar, Spaß hätte ich daran auch. Wir haben auch ganz viele Anfragen, weil ganz oft erwische ich mich selber, dass ich den Leuten auch dann einfach Bock habe zu helfen. Ich habe da einfach auch Bock drauf. Aber ganz oft suche ich mir, muss ich auch zugeben, ich weiß nicht warum, aber das ist halt von mir so, ich suche mir dann die Kunden aus, wo ich sage, ja, habe ich Bock drauf oder nein, fahr lieber bitte woanders hin, die sich damit ausgehen. Gerade VW Käfer, Boxer-Bereich, würde ich nicht dran gehen. Rein Vierzylinder, Vergaser einstellen, Ford Fiesta, KDC oder sonstiges. Auf Sympathie des Kunden, muss ich leider so sagen, oder Besitzer, habe ich ganz oft schon geholfen. Kann man Allrad auch messen, wenn man die Achse hochbockt?
Technisch gesehen ja, auch kranke Situation. Jaco hat das damals gemacht mit irgendeinem Mitsubishi Allrad. Vorderräder in die Rolle festgespannt, Hinterachse mit dem Gabelstapler hochgehoben. Technisch geht das. Niemals würden wir das machen, weil es einfach null sicher ist. Dafür gibt es Allradprüfstellen, da sage ich auch immer ganz klar, bitte nicht die Halldecksicherung ziehen oder irgendeine Welle ausbauen, sondern fahrt dann bitte damit auch zu einem geeigneten Allradprüfstand. Aber da müssen dann auch Reifen alles top sein. Ist vielleicht auch ein wichtiges Thema. Der Jan weist ganz oft darauf hin, wenn wir Kunden haben, die auffahren und dann sagt der Jan, Marco, den können wir nicht messen, Reifen ist schon Profil weg und teilweise Gewebe sichtbar, dann messen wir dieses Auto auch nicht. Oft sind auch Achsmanschetten kaputt, das macht natürlich auch nichts aus, aber dann haben wir den ganzen Fett an den Gurten und. Also wir haben auch oft schon Autos gehabt, tut uns leid, den können wir nicht messen, weil Reifen zu stark abgefahren sind. Also wir müssen da auch auf die Sicherheit achten. Also darf man weiterhin neue Autos messen? Also quasi Fahrzeuge, die nicht 20 Jahre alt sind. Ganz wichtige Frage, viele haben ja gesagt, du willst ja jetzt nur noch alte Autos auf dem Prüfstand sehen. Für unseren Prüfstandstag ist das absolut korrekt. Wir haben uns hier entschieden, nur noch mit Young- und Oldtimern zu machen. Das bedeutet für mich auch, unser Content ist ausschließlich oder fast ausschließlich, es gibt natürlich immer Ausreißer, Young und Oldtimer, und deshalb möchte ich auch den Prüfstandstag nur Young und Oldtimer machen. Das bedeutet, euer Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein, um in diesem Prüfstandsvideo aufzutauchen. Wenn ihr ein neueres Fahrzeug habt, Golf, Astra oder was auch immer für ein Hersteller, der vielleicht gerade mal 3 Jahre alt ist, ist das in der Woche überhaupt kein Problem. Wichtig nur, ihr müsst euch darum kümmern, wie bekomme ich das ESP aus? Lässt sich mein Fahrzeug überhaupt auf einem Prüfstand messen? Gibt es die Leistung und wie funktioniert das Ganze? Ganz oft haben wir das in der Woche, dass ihr hierher kommt, bezahlt den Lauf, ganz regulär natürlich. Wir fangen das Auto an festzuschnallen, rollen das ein und merken dann bei dem Prüfstandslauf, speziell zum Beispiel, mir fällt das immer auf, was heißt nicht mal ältere Seat-Fahrzeuge, so 10 Jahre alte Seat-Fahrzeuge oder einen T6-Bus, wir müssen das Steuergerät, das ABS-Steuergerät abklemmen, weil sonst gibt der nicht volle Leistung frei. Ihr merkt das gar nicht, weil die ESP-Geschichte aus ist, aber trotzdem gibt der Motor nicht seine volle Leistung ab. Somit müssen wir das ESP-Steuergerät abklemmen. Bei manchen japanischen Autos oder von mir aus auch deutschen Fahrzeugen haben wir dann diese Sache noch nicht gefunden. Er lässt sich nicht messen. Wir haben dann aber schon alles gemacht. Wir haben versucht zu messen. Wir haben ihn festgeschnallt. Wir haben das Ganze eingegeben in den Computer. Dann lässt das Fahrzeug nicht sich messen. Dann müssen wir es wieder abschnallen und machen diesen ganzen Vorgang rückgängig. Aber trotzdem haben wir ja dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde dran verbracht und versucht. Und ihr bekommt dann euer Geld wieder. Und das macht es uns hier ganz oft in der Woche sehr schwer. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ihr euch vorher informiert, lässt sich mein Auto überhaupt auf einem Prüfstand messen? Gibt es einen sogenannten Prüfstandsmodus oder muss ich irgendeine XY-Sicherung ziehen, die dann aber auch zu euren Lasten geht? Weil ganz oft höre ich das, ja, wenn ich hier die Sicherung ziehe, soll das alles funktionieren. Wenn ihr das selber macht und das vertreten möchtet, dass wenn man 10 Sicherungen zieht, jetzt müsste mein Auto freien Lauf haben, dann machen wir das. Aber ich rate davon immer ab, weil sobald man irgendwelche Sicherungen ziehen muss und irgendwas deaktivieren muss, ist das meiner Meinung nach nicht korrekt. Und dafür gibt es, wie gesagt, heute aktuelle Prüfstände zum Beispiel, wo ihr ein Auto in eine Allradrolle fahrt, das nur Frontantrieb hat, aber die hintere Rolle mit antreibt, somit das Auto denkt, es wäre auf einer Straße und gibt natürlich dann volle Leistung frei. Gibt es ein maximales Gewicht? Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß, dass der Jaco schon mal so einen kleinen LKW gemessen hatte. Bei uns ist das Problem die Deckenhöhe, deswegen seht ihr auch so selten Wohnmobile. Wir haben eine Einfahrtstorhöhe von 3 Meter. Da der Prüfstand aber die Rampen circa 50 bis 60 Zentimeter nach oben geht und das Tor oben ist, haben wir eine maximale Höhe von 2,40 Meter, vielleicht 2,50 Meter. Und spätestens dann haben wir das Problem, dass wir oben halt aufliegen. Deswegen können wir Wohnmobile zum Teil nicht messen. Also gewichtsmäßig wüsste ich kein Problem, aber die Höhe ist das Problem. Das war aber jetzt Frage-Antwort-Speed-Dating, ey. Haben wir mal richtig Speed gegeben, ne? Und normalerweise, wisst ihr, hole ich ja riesig aus. Und heute geht es auch bei diesem Frage-Antwort-Video rein um Prüfstand, weil ihr fragt ja, ist ja heute auch der Prüfstandstag. Und ich hoffe, ihr seid nicht ganz so enttäuscht, dass das Prüfstandsvideo ausgefallen ist, weil ich mich jetzt gerade auf der Rückfahrt von der Creme 21 befinde. Hoffe, dass ich ein geiles Wochenende hatte und freut euch, wie gesagt, auf den nächsten Sonntag. Da gibt es nämlich wieder Prüfstandstag wie gewohnt. Bis dahin, ciao.